Campus BW. Bookcrosser, das sind Menschen, die, nachdem sie ein Buch gelesen haben, damit etwas ganz Besonderes anstellen. Bookcrosser verständigen sich über das Internet. Weltweit sollen es schon viele Zehntausende sein. Und auch bei uns findet diese Idee aus den USA jeden Tag neue Anhänger. Menschen, die ihr Gelesenes wieder zur Verfügung stellen wollen. Um genauer zu sein, Bookcrosser geben ihre Bücher wieder ab. Sie wollen nicht, dass das einmal genutzte Buch in irgendeinem Bücherregal vergammelt. Nein, sie lassen ihre Bücher wieder frei, wie sie es nennen. Da, wo es ihnen gerade in den Sinn kommt. Daniel Knopp war für uns und für Sie beim bislang weltweit größten Bookcrosser-Treffen in Tübingen dabei. Wolfgang Wettach lässt seine Bücher vor allem an ungewöhnlichen Orten frei. Seit gut einem Jahr ist der Unternehmensberater einer von weltweit 250.000 Bookcrossern. Über 200 Bücher hat er mittlerweile so, wie er sagt, in die Freiheit entlassen. Heute ist er in seinem Heimatrevier unterwegs. In der Tübinger Innenstadt weiß er genau, an welchen Orten er seine Bücher am besten freigibt. Beim Freilassen ist eigentlich das Faszinierende, wirklich zu sehen, was mit einem Buch passiert, wenn es seinen weiteren Weg durch die Welt macht. Also es ist mir zum Beispiel passiert, ich habe ein Buch im Schwarzwald freigelassen, in der Jugendherberge. Das ist dann als nächstes in Südafrika aufgetaucht und dort wieder freigelassen worden. Überall in der Stadt stoßen die Leute auf Bücher an Orten, wo sie es nicht erwarten. Und diese Begegnung mit dem Unerwarteten ist natürlich auch ein Teil dessen, was Glück als ausmacht. Der Reiseweg der freigelassenen Bücher wird auf der Bookcrosser Homepage genau dokumentiert. Übersetzt heißt Bookcrossing Bücherreise. Damit man den Weg seines freigelassenen Buchs verfolgen kann, muss es zuerst registriert werden, also eine Nummer bekommen, die Bookcrosser ID. Damit die Romane, Kurzgeschichten oder Krimis auch beim nächsten, den sogenannten Jägern, ankommen, muss Wolfgang Wettach Ort und Uhrzeit der sogenannten Freilassung im Internet genau ankündigen. Beim Tübinger Rathaus ist mittlerweile die erste Jägerin eingetroffen. Leider kommt sie zu spät. Das Buch ist schon weg. Beim Hölderlin-Turm am Neckarufer gibt Wolfgang Wettach, wie im Internet angekündigt, der Jägerin eine zweite Chance. Pünktlich um 17 Uhr ist Alexandra Rapsch diesmal an der verabredeten Stelle. Glück gehabt. Hat es sich diesmal gelohnt? Ja, diesmal hat es sich gelohnt. Jetzt bin ich eine halbe Stunde durch Tübingen gejagt nach Büchern. Und jetzt habe ich auch was zum Nachhause tragen. Gerade auch hier mit Katzen und Patricia Highsmith habe ich schon gelesen. Ja. Nach der anstrengenden Jagd suchen die Bookcrosser Erholung bei einer Stocherkahnfahrt auf dem Neckar. Über 60 Bücherfreunde aus 5 verschiedenen Ländern wollen bei der Fahrt auf dem Neckar noch einige Kisten gefüllt mit Lesestoff freilassen. Ja, ein bisschen näher noch. Nimm das hier so. Weißt du? Ja. Ups, jawohl. Kostenlose Bücher, einfach näher kommen, pro Person ein Buch. Die Idee bei Bookcrossing ist, dass wir für Bücher, die wir schon gelesen haben, neue Leser finden. Liest sich ganz gut. Und man kennt sich ja vom Internet, aus dem Chat, aus dem Forum. Und da möchte man auch mal wissen, wer sich hinter diesen ganzen Namen verbirgt. Und einige nette Leute kennengelernt. Auf jeden Fall. Ja, musst du ja jetzt auch. Ganz toll, dass wir die Bücher einfach an den anderen Boten weitergeben und dass die Leute diese bereitwillig nehmen. Das, normalerweise, wenn ich Bücher sonst irgendwo hinlege, dann sage ich, wir haben ihr Buch vergessen, nehmen das wieder mit. Und das hier ganz anders. Richtig toll. Und wir haben alle unsere Bücher, bis auf diese wenigen, haben wir ja weggekriegt. Und das Echo war gut. Für die internationale Bookcrosser-Gemeinde hat sich die Fahrt gelohnt. Bleibt dahingestellt, ob Hölderlin ein solcher Buchgebrauch gefallen hätte. Gute Idee eigentlich. Energiesparen ist ein neues Schlagwort geworden. Denn in Zeiten zurückgehender herkömmlicher Energiequellen ist es an der Zeit, umzudenken und zu erkunden,